Hey du! Wusstest du schon, dass es in Minecraft-Version 1.20 abgesehen vom Schnüffler noch ein ganz anderes neues Monster gibt? Genau das zeige ich dir im heutigen Video und sollte dir das helfen, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch mir helfen könntest, indem du mir eben schnell ein Abo dalässt, falls du es nicht eh schon gemacht hast. Aber ich würde was sagen, ich lege direkt mal los und zeige dir, wie das Ganze geht. Also ganz stimmt das nicht, denn es ist kein Monster, es ist eigentlich ein Tier und zwar ist es ein Dromedar. Und diese Dromedare hier, wie dieses hier zum Beispiel, können sich auch hinsetzen und wieder aufstehen, wie ihr gerade seht. Die könnt ihr finden in Wüstendörfern, das spawnt pro Wüstendorf genau eins. Und auf diesen Dromedaren kann man außerdem auch reiten, genau wie auf Pferden, einfach einen Sattel drauf klatschen und dann können bis zu zwei Spieler darauf reiten. Ich glaube, auf Pferden kann man nur mit einem Spieler reiten. Und mit Hilfe von Kakteen könnt ihr die uns auch vermehren. Ihr füttert dann einfach beiden Dromedaren jeweils einen Kaktus und schon kommt da ein kleines Baby-Dromedar dabei raus und ihr könnt sie damit, ja, entsprechend züchten. Und das ist das andere Monster, beziehungsweise das andere Tier aus der Minecraft-Version 1.20. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen, denn damit sind wir auch schon fertig fürs heutige Video.